Hey, Robert, sind wir wieder da. Jetzt Los sind wir wieder geht's. da. Die sechs Achsen sind jetzt dran. Jetzt geht's richtig hart zur Sache. Also, ich habe das einmal gespielt, dieses System, was ich jetzt erkläre, auf einem Drum-Festival. Nicht auf meinem eigenen, das habe ich mir nicht getraut. Das war auf einem Fremden, da traue ich mir das, auch mal aufzutreten. Und dann sind die anderen Dozenten danach zu mir gekommen und haben gesagt, das darfst du überhaupt nicht machen, das ist verboten. So krass ist das. Also, diese sechs Achsen, habe ich festgestellt, braucht man. Also, ja, also ich habe, wenn dann alle sechs Achsen, die Hände, die Füße, die rechten, die linken, Diagonale 1, Diagonale 2. Und ich habe zum Beispiel beim Swing festgestellt, da wird eine Diagonale bespielt, das Becken und die Hi-Hat. Oft ist beim Swing wirklich so ein Standard. Und das bleibt die ganze Zeit und die Snare und die Bassdrum, die sind völlig frei dagegen. Und müssen jetzt, du musst jetzt jede, wenn du koordinieren möchtest, das, also ich kenne auch Metal-Drummer, die gesagt haben, also die Jazzschule ist die Königsdisziplin. Also wer das Jazz kann, der kann alles andere auch. Also selbst Leute aus anderen Gefilden, meistens beweihräuchert man ja sein eigenes Gefilde, ne? Aber selbst wenn fremde Menschen aus anderen Gefilden das beweihräuchern, das finde ich dann schon echt bemerkenswert. Und die sagen, also das, diese Koordination hinzubekommen. Da wirklich völlig frei dazu spielen können, während hier das Swing läuft. Anders zum Beispiel bei lateinamerikanischen. Die ganze Zeit mit einer Figur oder langsam. Bisschen langsam. Girl from Ipanema. Und diese ganzen Standards, also da ist der Fuß quasi das Ostinato und die Hände musst du dazu frei machen. Beim Rock sind es die Hände zum Beispiel. Die Hände sind Rockmusik immer gleichförmig, Hi-Hat fast in jedem Song ein Achtel. Mit Betonung meistens. Snare 2 und 4. Jetzt muss der Fuß alles dazu spielen können. Oder 16. Mach immer. Achtel, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. So ist es, also das kann man noch weiter spannen, ihr habt es schon verstanden. Also ich habe irgendwann gesagt, Schluss, ich habe jetzt so viele Musikrichtungen gespielt, von elektronischen über irgendwelche Ethno-Geschichten in allen Kontinenten. Jetzt reicht's mir, jetzt will ich mir das wirklich mal von der Pike her anschauen. Ich bin so ein Typ, der über den Kopf angefangen hat und dann auch zum Herz und zum Gefühl gekommen ist. Erstmal rein wissenschaftlich gesehen, was kann ich machen? Ich kann Wechselschläge spielen mit den Händen und ich kann mit den Füßen dagegen spielen. Und ich habe, wie Thomas Lang zum Beispiel das auch gesagt hat, die Hände müssen wie die Füße sein. Dass die Hände können, brauchen wir im Metal auch mit den Füßen. Ja, aber auch
auch die Hand und Fuß untereinander. Eine Achse, rechte Seite. Doppelfußmaschine kaufen möchte, der kann dann einfach das tiefe Tom nehmen. Ich habe das jetzt hier mal zur Seite gestellt, damit man den Fuß besser sieht. Ich hoffe, das hat was gebracht. Nehme ich das mittlere Tom. Auch nicht schlimm. Also diese Sachen gehen wir jetzt einfach mal Stück für Stück richtig durch. Jetzt geht's los. Hände gegen die Füße. Hände doppelt so schnell wie die Füße. Erst mit Wechselschlägen. Rechts und links im Wechsel. Halb so schnell. Dann andersrum. Füße schneller als die Hände. Der Wechsel ist das Schwierigste. Füße schneller als die Hände, beziehungsweise Hände schneller als die Füße, also dieser Wechsel dazwischen. Da kann man also auch mal so eine Zwischenstufe einlegen und erstmal mit allem aufhören. Meistens spielen die Hände dann aus Versehen noch das weiter, was sie vorher gemacht haben. Man hat mit den Füßen nur gewechselt und man fragt sich, irgendwie klingt das komisch. Das ist nicht genau das, was ich wollte. Also da wirklich aufhören, eine Seite spielen. Dann mit den Füßen weiterspielen. Die Füße sind jetzt das nächste, was schnell ist. Leute, die mit Double Bass Drum Ambitionen haben, später zu beginnen, ist das eine total wichtige Übung. Hände doppelt so schnell wie die Füße, Füße doppelt so schnell wie die Hände. Du kannst auch dreimal so schnell spielen. Schon wieder. Macht halt eigentlich Spaß. So, also das sind die Hände gegen die Füße. Spult gerne zurück, stellt mir Fragen. Ich kann auch gerne nochmal detailliertere Videos machen und das ganz langsam einführen. Erstmal möchte ich kurz durchkommen. Jetzt ist rechts gegen links dran. Also die rechte Seite spielt doppelt so schnell wie die linke Seite. Linke Seite schnell und die rechte dazu halb so schnell. Wechsel. Die Diagonale noch. Ich fange mal rechts an, beziehungsweise mit der Hand. Also auch bei Hand gegen Fuß auf einer Seite, wenn beide rechts sind, wer soll dann anfangen? Deswegen beginnt dann also die Hand. Und die Diagonale habe ich in die Reihenfolge gebracht. Rechte Hand, linker Fuß ist Diagonale 1, weil rechts und Hand dabei ist. Diese Swing-Diagonale. Ja, rechte Hand, linker Fuß. Halb so schnell, Snare und Bassdrum. Hier beginnt die Hand. Bassdrum ist zwar rechts, aber für mich ist die Hand irgendwie höherwertig und deswegen irgendwie muss ich mir das ja reihenfolgemäßig, also ich versuche es immer an der Logik anzuknüpfen und in der Wahrheit zu bleiben, soweit es möglich ist. Ja? Nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen, also nicht willkürlich, sondern ich versuche eine Reihenfolge zu finden, die irgendwie einleuchtet.
unsere Seite. Diagonale 2 schneller. Also da braucht man eigentlich 2 Wochen mindestens jeden Tag eine Stunde spielen, bis man das alles drauf hat. Das waren jetzt Wechselschläge. Hände gegen die Füße, rechte gegen die linke, Diagonalen gegeneinander. Jetzt könnte man das Ganze auch noch umdrehen und mit dem Fuß beginnen. Also oder mit dem linken beginnen. Also wenn ich Hände gegen Füße spiele. Mache ich jetzt nicht alles nochmal, das könnt ihr dann irgendwie in Heimarbeit erledigen. Oder Fußhand, 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 Fußhand. Ist klar. Jetzt will ich lieber erstmal weitergehen und das Ganze auch mit Doppelschlägen machen. Doppelschläge bedeutet, Hände gegen die Füße, ich spiele zweimal mit der rechten Hand, zweimal mit der linken Hand. Und die Füße sind halb so schnell. Das heißt, ich schaffe meine beiden rechten mit dem einen Fuß und meine beiden linken mit demselben Fuß. Und dann fange ich bei den Händen wieder von vorne an, wieder mit rechts. Und dann kommt aber bei den Füßen der linke, weil es ja halb so schnell ist. Dauert alles doppelt so lange. Also, ich mache es ein bisschen schneller, dass man es nachvollziehen kann. Das ist jetzt mein Tempo. Ich brauche jetzt das halbe Tempo. Zack, 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 halbes Tempo. Rechts, rechts, links, links. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Und die Füße machen rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Andersrum, die Füße sind doppelt so schnell. Und die Hände. Da der Wechsel wirklich so schwierig ist und eigentlich auch nur darauf ankommt und ich jetzt noch relativ langsam spiele, aber ich hasse das auch als Schüler, wenn der Lehrer sagt, was? Das soll jetzt langsam gewesen sein? Dankeschön. Aber natürlich will ich dann noch schneller werden. Fangt erstmal an zu spielen. Ihr werdet relativ schnell auch auf das Tempo kommen. Und dann seid ihr froh, wenn ihr mal gehört habt, wie klingt das in dem Tempo. Rechts gegen links. Bringt dir alles. Es sei denn, man sieht es entspannt. Also es ist eine ganz komische Sache mit dieser Koordination. Man lernt sich dabei selber so gut kennen. Das ist so eine spannende Sache. Wer soll meine Gliedmaßen denn kontrollieren, wenn nicht ich? Wer soll es sonst machen? Das ist mein Ansporn sozusagen, dass ich da irgendwie wirklich so... dass ich dieses Beispiel Thomas Lang immer wieder erwähne, aber der hat es da wirklich vorgemacht, da so sportlich in diese Richtung gehe und da wirklich alles können will, was irgendwie zu können ist, das verliert man nie wieder. Das, da übt man mal 2 Wochen oder mal einen Monat oder 2.
Aber das hast du dann Jahre, Jahrzehnte lang hast du das dann und kannst dann in allen Musikrichtungen drauf zugreifen. Ich liebe diesen Scheiß. Das ist wirklich. Das ist diese ganz sterile, rein verstandesmäßige Art und Weise, Schlagzeug zu verstehen, seine Glieder zu koordinieren und sich das bewusst zu machen, was man da macht. Wenn man dann jetzt noch ins Gefühl geht und ins Konzept, Leute, da geht was. Die Diagonalen, rechte Seite, rechte Hand, linker Fuß. So rein, das ist dann irgendwie gar nicht schwierig, wenn man es dann einmal hat, aber wenn man es noch nicht so ganz hat, dann verspielt man sich die ganze Zeit. Das ist also, ich habe das vor 5 Jahren oder nee, vor, das ist noch länger her, ich glaube seit 7 Jahren oder so steht das auf meiner Schlagzeugunterrichtsseite, also wo meine Schüler sich informieren, was bei mir der Unterricht in Dresden kostet, wenn sie zu mir kommen wollen, schon ganz lange dort auch stehen, also noch rote drumworkshops.de als Gratis-Workshop stehen mit diesen 6 Achsen. Ich glaube 2011 oder irgendwann haben wir das mal durchgespielt. Dann ist es wirklich viele Jahre jetzt brach gewesen. Jetzt heute hole ich es erste Mal wieder aus der Kiste, weil ich wirklich finde, da muss man mal ein Video dazu machen. Ich hätte mich natürlich ein bisschen vorbereiten können. Also nehmt es mir nicht übel, wenn da ein paar Verspieler drin sind. Ich lasse die hier einfach drin. Ich kann das alles wegschneiden, aber so ein paar Verspieler lasse ich euch übrig. Ja, wir können weitergehen. Dreierschläge. Hände gegen die Füße. Wieder das erste. Die habe ich mit reingenommen, weil wenn ich doppelt so schnell spiele, dann sind Wechselschläge und Doppelschläge irgendwie sehr logisch. Bei Dreierschlägen haben wir ein Problem. Wenn ich nicht dreimal so schnell spiele, sondern zweimal so schnell, dann verschiebt sich da was. Mein Tempo ist jetzt das und halb so schnell. Dab, 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 dab. Eine gute Vorübung hier erstmal bis 3 zu zählen. Also ich spiele mit den Händen Dreierschläge, soweit sollte jeder mitkommen. Ermittle das halbe Tempo. Bap, 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 bap. Zähle nicht bap, sondern bis 3. Also halb so schnell bis 3 zählen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sage sozusagen meinen Füßen, was sie machen sollen. Rechts, 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 links, 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 rechts, 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 links, links, links. Dann erstmal die Füße. Rechts, 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 links, links, links. Tatsächlich noch, nach Jahren, ist der Hammer, ich glaub's nicht. Also, viel Spaß damit. Ihr könnt auch erstmal alles mit einem Fuß machen.
Also wer da wirklich das da rankommen möchte, es gibt unendlich viele Zwischenschritte, die man machen kann. Wenn ich das kann, ist schon mal echt viel gewonnen. Und dazu sprechen ist wahrscheinlich schon eine der größten Hürden überhaupt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das kann man auch erstmal nur mit dem rechten Fuß machen. Das geht nämlich. Das kann ich auch mit dem linken Fuß machen. Von da aus ist es dann nur noch ein kleiner Sprung, sozusagen dreimal mit rechts und dreimal mit links zu machen. Das geht irgendwann so wie aus Versehen oder so, wie als würde der Körper den Geist überlisten und überholen, links überholen, so zack. Der Körper macht einfach Dinge, die der Geist noch gar nicht so greifen kann, weil er sich halt nicht trennt, also er kann sich nicht teilen. Er hat immer alles aus einem Kern, immer alles aus einem Bewusstsein. Und bis das dann alles endausformuliert ist für die Gliedmaßen, jetzt kommt sozusagen die rechte Hand mit dem rechten Fuß. Jetzt kommt die rechte Hand alleine. Jetzt kommt die rechte Hand nochmal mit dem rechten Fuß. Jetzt sind hier drei Schläge gewesen. Jetzt kommt die linke Hand alleine. Jetzt kommt die linke nochmal mit rechts. Das ist der dritte Schlag. Jetzt kommt die linke Hand nochmal. Jetzt fange ich mit rechts wieder an, aber mit dem linken Fuß. Und dann die rechte Hand alleine, dann nochmal mit dem linken Fuß. Und dann kommt die linke Hand alleine, dann nochmal mit dem linken Fuß. Und die linke Hand nochmal alleine. Das war jetzt der totale Schnelldurchlauf. Von dem, wenn man das geistig verstanden hat oder sich mal aufgeschrieben hat, einfach auf dem Zettel, wer hier was wann machen muss. Das kann ich da nur empfehlen, um hier durchzukommen. Rechts gegen links. Was will ich eigentlich? Boah, das ist ein... Yeah. Genau, rechts gegen links. Die Diagonalen dann auch noch. Ich spule jetzt mal ein bisschen... und gehe noch schnell zu dem Paradiddle. Ihr könnt es euch ja langsam denken. Denn der Paradiddle, der ist dann richtig die Oberkönigsdisziplin. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Also da kann man sich auf nichts verlassen. Das ist mal ein Wechselschlag, dann ist es ein Doppelschlag, dann fängt es mal rechts an, dann fängt es mal links an. Und jetzt sollen die Füße auch mal halb so schnell. Also da schnallst du dann völlig ab. Nur sozusagen zum Display, um es mal zu präsentieren. Nicht um es mir in die eigenen Schuhe zu schieben, sondern... Ich meine es ernst, also es ist eine ernst gemeinte Anregung. Nicht umsonst ist diese Übung wirklich so weltberühmt. Die berühmteste Schlagzeugerübung weltweit. Wenn man irgendwo an der Haltestelle sich zwei Schlagzeuger unterhalten hört, fragst du einfach mal, ob sie ein Paradiddle kennen. Die kennen den garantiert. Das ist das Nonplusultra. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Das komprimierteste, krasseste, was man auf vier Schlägen machen kann. Also auch nochmal ins Paradiddle-Video überspringen, das können wir hier mal verlinken. Halb so schnell rechts, links, rechts, rechts, kommt jetzt die Füße hier dazu. Während ich doppelt so schnell spiele mit den Händen. Dann höre ich damit auf und mache die Füße schnell. Thank you.
zeigen, kommunizieren und gleichzeitig spielen funktioniert nicht. Also manchmal schon. Das war jetzt wieder die rechte Seite. Jetzt wollte ich gerade wieder rechts schneller spielen als links. Das ist der Oberkiller. Also, oder eben diagonal gespielt jetzt hier. Ich probiere es mal. So halbwegs. Also gerne dann später auch nochmal in Reinstform, aber jetzt erstmal nur so vorab, dass ihr loslegen könnt, üben könnt. Ich fasse es nochmal schnell zusammen. Wechselschläge, Doppelschläge, Dreierschläge, Paradiddle, diese vier Übungen, mit den Händen gegen die Füße, mit den rechten gegen die linken und mit den Diagonalen gegeneinander. Das sind 24 Einzelübungen, wenn man es ein bisschen auseinander nimmt. Wenn ihr wollt, schriftlich nochmal nachzulesen, auch bei drumworkshops.de unter diesem Gratis-Workshop sechs Achsen. Ja, sechs Achsen heißt es, glaube ich. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach einen Link unter das Video. Da könnt ihr es einfach... Ist schon da. Genau. Genau. Gut, also dann, viel Spaß erstmal beim Üben.